Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist mal wieder ein unfassbar toller Tag, denn gemeinsam mit euch haben wir es geschafft, auf dem Kanal Felixbar94 7500 Abonnenten zu erreichen. Und das möchte ich natürlich mit einem kleinen Special feiern. Und alle Informationen dazu und noch ein bisschen mehr gibt's in diesem Video. Viel Spaß! Felixbar94. Anfangen möchte ich jetzt einfach mal damit, dass ich mich bei euch recht herzlich bedanke für 7500 Abonnenten. Das ist eine unfassbare Zahl, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel 7500 Abonnenten sind. Ich war mal bei einem fettes Brotkonzert im Beethoven-Saal in der Liederhalle in Stuttgart. Dieser Saal, wenn der voll besetzt ist, also nicht mit Stühlen, sondern mit stehenden Leuten, wenn der voll gequetscht ist mit Leuten, passen da knapp 2000 Leute rein. Und ich muss mir das jetzt mal vorstellen, ich habe jetzt vier volle Schleier, Beethoven-Säle der Liederhalle Stuttgart, habe ich jetzt als meine Zuschauer, als meine Abonnenten auf YouTube und das ist, wow, ist das viel. Vielen, vielen Dank dafür, ich bin da echt richtig dankbar, weil ich vergesse natürlich nicht, ohne euch ist mein Kanal nichts, ja, ohne euch würde das hier nicht annähernd so viel Spaß machen und da bin ich einfach richtig, richtig dankbar für, dass es so viele von euch gibt, die sich für meine Videos interessieren. In letzter Zeit war ja auch die Wachstumskurve seit Herbst letzten Jahres, seit dem iPhone 5 Release irgendwie ansteigend. Sehr krass, ich zeige euch hier mal einen Graph, damit ihr das sehen könnt, wie unfassbar steil das nach oben geht und das ist wirklich awesome. Wir haben jetzt auch vor 3 Tagen das erste Mal 10.000 Abonnenten pro Monat als Durchschnitt, als durchschnittliches Wachstum erreicht. Das ist unfassbar, das muss es sich mal geben. 1.000 neue Abonnenten pro Monat. Wow, das ist echt, wow, da kann ich einfach nur sagen, danke, vielen Dank. Aber genug des Danke-Sagens mit Worten. Ich möchte mich natürlich auch mit Taten bei euch bedanken. Und das in Form eines 7500 Abonnenten-Specials. Ich habe ja beim 5000 Abonnenten-Special eine kleine Umfrage gestartet, was ihr gerne als Abonnenten-Special für die 5000 Abonnenten sehen wolltet. Und unangefochten auf Platz 1 war da die Room-Tour. Die habe ich dann auch gemacht. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Aber dieses Mal, beim 7500 Abonnenten-Special, möchte ich mich der zweitbeliebtesten Antwort, der zweitbeliebtesten Anfrage für einen Abonnenten-Special widmen, und zwar einem Livestream. Ja, ein Livestream, sowas habe ich noch nie selber gemacht. Ich war schon bei manchen Livestreams dabei, aber komplett selber einen Livestream habe ich noch nie gemacht. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt was wird. Geplant ist das Ganze für diesen Freitag um 20 Uhr deutscher Zeit soll das Ganze losgehen. Da setze ich mich einfach mal in Google Hangouts ran. Das Ganze passiert dann auf dem Kanal Felixbar94. Und dann werde ich einfach mal ein paar Stunden hoffentlich mit euch ein bisschen Zeit verbringen. Ihr könnt dann gerne so in den Kommentaren Fragen stellen. Vielleicht kriege ich es technisch auch irgendwie hin, Leute mit in den Stream reinzuholen, damit wir einfach mal ein bisschen quatschen können und ihr mich ein bisschen näher kennenlernen könnt und wir einfach mal so ein bisschen einen schönen Abend zusammen verbringen können. Ich habe sowas, wie gesagt, noch nie gemacht. Also seid mir nicht ganz böse, wenn es technische Probleme gibt. Mein Internet hier in Griechenland ist auch relativ scheiße. Und deswegen hoffe ich mal, dass das in irgendeiner Art und Weise klappt. Und wie gesagt, das Ganze soll steigen diesen Freitag um 20 Uhr abends in deutscher Zeit. Damit ihr auch sicher gehen könnt, dass ihr die ganze Aktion nicht verpasst, könnt ihr mir auf meinen sozialen Netzwerken folgen. Ja, ich bin auf ziemlich vielen sozialen Netzwerken unterwegs. Zum Beispiel habe ich eine Facebook-Like-Page, www.facebook.com/felixbartv. Die Facebook-Like-Page heißt zwar eigentlich Felixbar, aber der Link ist irgendwie Felixbartv. Ich verstehe auch nicht, was Facebook da irgendwie gedreht hat. Also falls ihr mich über die Suche bei Facebook finden wollt, müsst ihr Felixbar eintippen. Und falls ihr mich über eine URL bei Facebook finden wollt, müsst ihr FelixbarTV ranhängen. Keine Ahnung warum, aber auf dieser Facebook-Like-Page halte ich alle, die da auf Like gedrückt haben, auf dem Laufenden, wann neue Videos erscheinen und eben auch über diese Livestream-Aktion. Also solche Infos findet ihr da auf jeden Fall. Aber solche Informationen findet ihr natürlich nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Twitter. Auf Twitter bin ich jetzt schon ein ganzes Weilchen unterwegs, fast 4 Jahre mittlerweile und habe da auch mittlerweile 1000 Follower erreicht. Also vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Aber auf Twitter könnt ihr gerne
gerne auch folgen, um Informationen über neue Videos und solche Aktionen wie den Livestream und so weiter zu erhalten. Zusätzlich gibt es bei Twitter aber auch noch so ein bisschen, was mir in meinem Kopf rumschwirrt und so. Das poste ich auf Facebook nicht, das ist mir zu viel Stress, das an mehreren Orten gleichzeitig zu posten. Aber auf Twitter bin ich dann noch so ein bisschen persönlicher aktiv. Also falls ihr euch für sowas interessiert, könnt ihr auch auf Twitter folgen. @FelixBar. Ja, Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Auf Instagram könnt ihr mir natürlich auch folgen. @FelixBar. Falls ihr euch für meine Fotos interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Da gibt es halt Fotos von mir. Bezüglich Instagram habe ich aber übrigens noch andere Neuigkeiten. Und zwar, alle, die mich seit vor 2013 schon verfolgen, was ja eine Menge von euch sind, die werden das schon wissen. Ich hatte auf Instagram eine Aktion mit dem Namen Daily Face. Da habe ich vorgehabt, jeden Tag von mir ein Bild hochzuladen. Und zwar das gesamte Jahr 2013 lang. Nur, ja, da möchte ich an dieser Stelle aufgeben. Es sind jetzt schon fast 100 Bilder. 100 Bilder mache ich jetzt noch voll. Aber ab dann hört's auf mit Daily Face und dann werde ich mich wieder weiter konzentrieren auf meine eigentlichen Fotografien, sage ich mal, weil ich ja eigentlich sehr gerne Fotos mache. Ich bin zwar kein professioneller Fotografer oder so, aber ich mache sehr gerne schöne Bilder und ich hatte einfach das Gefühl in letzter Zeit, dass Daily Face, also diese Aktion, meine richtigen Bilder irgendwie so ein bisschen in den Schatten stellt und nicht ganz zur Geltung kommen lässt. Außerdem hat mich das auch langsam ein bisschen genervt, jeden Tag ein Bild von mir zu machen. Also Daily Face ist jetzt Vergangenheit, ab jetzt gibt es auf Instagram wieder volle Bombe, richtige, gescheite Bilder. Das war es jetzt aber auch schon mit allen Informationen. Vielen Dank für 7500 Abonnenten, das ist echt der Wahnsinn ist das. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf, so viele von euch wie möglich am Freitagabend um 20 Uhr beim Livestream zu sehen. Und ich hoffe einfach mal, dass es keine technischen Schwierigkeiten geben wollt. Wie gesagt, ihr könnt mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Links unten in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle sage ich einfach nochmal danke fürs Zuschauen. Nicht nur bei diesem Video, sondern bei allen Videos insgesamt. Das ist echt der helle Wahnsinn. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Bis dahin, ciao! Der Wahnsinn ist das!